Vor einem halben Jahr konnten mehr als 50 junge Menschen ihre Zuckertüten zum Start in die Berufsausbildung zur Pflegefachkraft an der medizinischen Berufsfachschule der Elblandkliniken entgegennehmen. Inzwischen haben die künftigen Pflegefachfrauen und Männer viel gelernt. Die Ausbildung gilt durch den hohen Theorieanteil als sehr anspruchsvoll. Genau, richtig. Also die kriegen ja hier die theoretischen Grundlagen vermittelt. Das wird dann auch in einer Probezeit-Leistungskontrolle überprüft, ob die also die Theorie mit der Praxis auch verbinden können, dass sie halt das anwenden können, was sie hier simuliert haben in unseren Pflegezimmern, dass das dann auch an den echten Patienten klappt. Nach einem halben Jahr wird Zwischenbilanz gezogen. Die Probezeitgespräche stehen an. Jetzt entscheidet sich, wer den Anforderungen der Ausbildung zur Pflegefachkraft wirklich gewachsen ist. Einige der Auszubildenden müssen sich nach neuen Berufsfeldern umsehen. Für die Leistungsstarken waren die Probezeitgespräche ein positiver Termin, aber auch ihnen fällt der Erfolg nicht in den Schoß. Fleiß steckt dahinter auf jeden Fall und Selbstdisziplin. Also ich muss mich zu Hause auch hinsetzen, das nacharbeiten, wenn ich es fast nicht schaffe. Genau, das ist wichtig, dass man das nacharbeitet, weil sonst kommt man einfach nicht hinterher. Aber auch die Lehrkräfte und Praxisanleiter sind derzeit quasi doppelt gefordert. Die Umstellung auf die neuen Anforderungen ist parallel zur bisherigen Ausbildung zu stemmen. Ja, Bewegung dahingehend, dass wir ja eben das neue Pflegeberufegesetz haben, was jetzt in Kraft getreten ist seit diesem Jahr. Das heißt, wirklich sehr viel Beratungsbedarf, sehr viel Umstellung, auch in den öffentlichen Schulen, wie auch hier bei uns natürlich in der Berufsfachschule. Ja, das ist eine Menge, was wir jetzt tatsächlich ändern müssen, weg vom Gesundheits- und Krankenpflegegesetz hin zum Pflegeberufegesetz. Fängt an beim Lehrplan in der Umstellung, geht über die fachpraktische Ausbildung bis hin tatsächlich zur betrieblichen Ausbildung in den Standorten. Für die Azubis spielt die Umstellung keine Rolle. Sie kennen nur das neue System und freuen sich auf die Zeit nach der Probezeit, denn von Monat zu Monat dürfen sie selbstständiger am Patienten arbeiten. Das denke ich schon, ja. Mir wird auch viel in der Praxis gezeigt, was jetzt gar nicht relevant fürs erste Jahr ist. Also der Wissensstand, der wächst immer kontinuierlich. Die drei Standorte der Elbland-Kliniken und die Elbland-Reha-Klinik bilden seit Jahren kontinuierlich aus. Mit etwas Glück ist auch für den Ausbildungsbeginn in 6 Monaten noch ein Platz zu ergattern. Generell kann man sich tatsächlich bis kurz vor dem 1.9. bei uns in den Häusern bewerben, wenn die Plätze da sind, wenn die Kapazitäten da sind. In den Elbland-Kliniken fahren wir zweizügig, das heißt, wir haben also können 2 Klassen vorhalten und wenn noch freie Plätze da sind, jederzeit gern. Bewerbungen werden immer gern entgegengenommen.